Kinder, wir hoffen, es geht euch gut. Die Zimmi und ich dachten uns, wir werden mal wieder heute für euch was drehen. Und zwar wird es diesmal ein Backvideo sein. Zweiteilig. Und wir werden den ersten Teil bei mir sehen, aber wir machen zwei verschiedene Sachen. Und zwar wird es bei mir den leichtesten Nusskuchen geben. Den es auf dieser Erde überhaupt gibt. Genau, mit drei Zutaten nur. Also Puderzucker, Eier und kalifornische Mandeln. Auch wenn es ein Nusskuchen ist, aber ich habe irgendwie Mandeln gekauft. Naja, wir schauen am Ende, was es wird. Aber es gehört vielleicht auch zu der Familie Nuss. Ja, ja. Müsste eigentlich. Naja, jedoch werden wir jetzt erstmal für euch unseren Einkauf einblenden und dann meinen Nusskuchen backen. Und auf ihrem Kanal werden wir American Cupcakes machen für Richtig euch. Richtig gut. Genau. Also ich würde sagen, wir fangen direkt schon an. Ich bereite noch ein bisschen hier alles vor. Und ihr schaut euch noch... Du musst ja noch so viel vorbereiten. So mehr. Es kann sich nur um Stunden handeln. Aber gut, ich bin mal gespannt, was sie jetzt noch vorzubereiten hat. Okay, ich muss jetzt noch quer. Bei Sabine sieht das aus wie ein Medizinstudium. Mit dem ganzen Buch. Backpulver. Hast du was nicht zu Hause? Butter. Ja, Butter haben wir. Ich brauche immer noch die Nüsse. Ja, wir suchen die Nüsse gleich. Was brauchst du noch? So einiges, okay? Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich habe irgendwie noch Lust auf irgendwas Süßes. Sabine, wo bist du? Die Alte läuft von mir weg. Was für ein Sohn? Schoko, Blueberry, Classic, Popcorn gibt's oben drauf. Ich hab die Cupcakes gefunden. Wenn ich die schön serviere, dann könnten die doch als meine durchgehen. Hopp, hopp. Aber warte mal, wir haben hier eine Asia-Ecke. Taiwan. Müssen die klein, groß? Oh, die sind gut. Nee, doch nicht. Hier, meine Mandarinen für dich. Oh, danke. Soraya, ich bring dich gleich um. Das ist, oh, was hast du überhaupt da? Ja, ach ja. Die gemahlenen Nüsse haben die nicht. Also meine einzige Zutat ist Puderzucker. Also das wird so backen für doof sein. Hallo. Wohin gehst du? Ja, die haben keinen gemahlenen Puderzucker. Die haben keine Nüsse. Das heißt, wir müssen woanders hinfahren. Oder ich nehme das irgendwie mit von irgendwo anders. Woher denn? Wolltest du jetzt bei jemandem klingeln und fragen? Beim Nachbarn. Haben Sie gemeinen Nüsse? Ich wollte mich hiermit verabschieden. Nein. Ich bin nicht mehr lustig. So, dann erzähl mal, Soraya, deine schweren Vorbereitungen. Ja, genau. Also, wir brauchen, wie gesagt, drei Eier. Achso, Entschuldigung. Ich wollte sagen, drei Nüsse brauchen. Nusskuchen. Also wir brauchen drei Eier, dann kalifornische Mandeln, 200 Gramm und 125 Gramm Puderzucker. So, was wir jetzt machen ist, wir werden die drei Eier... Oh, ich dachte schon, du hast daneben geschlagen. Es fängt schon gut an, Soraya. Ja. Nicht einfach auf... Dieses Mädchen macht mich verrückt. Du machst mich verrückt, Soraya. Ja, das gehört zum Kochen dazu. Backen dazu. Ja, wir machen das ja gleich sauber, Sabine. Ja, ich nämlich. Nicht du? Ja. Ihr solltet wissen, ich bin nicht die geborene Hausfrau. Naja, nicht, dass man das sieht. Aber ich gebe mein Bestes. Mein armer Mann später. So, so dann werden wir... Oh Gott, so, ja, bitte vorsichtig. So, jetzt werden wir die Eier schlagen. Sagt man das so? Oh Gott. Ah, Hilfe. Das ist auch mein Gesicht. Ja. Die Eier macht doch gerade kaputt.
weiß nicht, sieht schöner aus. So eine heftige Plastikschüssel. Ich kann nicht. Was habe ich in der Schule gelernt? Das war das so. Oh Gott, Soraya, bitte. Mit Schimmer daneben, Mädchen. Nee, eben nicht, weil das so eine Küche hier ist. Wir machen das so zu Wissenschaftler. So, jetzt nehme ich einen Sieb und da kommt der Puderzucker rein. Tja, und wie willst du das jetzt da... Oh, du hast keinen Löffel, ne, Schätzchen? Oh. Tja, Pech. Jetzt nehmen wir noch einen Löffel, Schnitzel. Ja, was ich... Oh, Schnitzel. Leute, wenn unsere Mütter uns jetzt sehen, die werden sehr, sehr stolz auf uns. So, wir werden jetzt den Puderzucker... So, das zeigt... Das dauert mir aber zu lange hier. Oh, Schatz, was ist das? Kann ich das nicht einfach so rein... Nein! Wie das dauert. Hä? Hey, wieso ist das aber so? Ja, ich verstehe das. Ja, du musst das schneller machen. Weißt du warum? Weil die auch größere Löcher hatte da drin. Ey, das wird schon schief gehen. Also ich habe jetzt den ganzen Puderzucker. Was? Was hast du denn hier schon wieder? Oh, was ist das? Ach nee. Das ist eine Pflanze oder so. Nee, hier könnt ihr sehen, Soraya hat schon gekleckert. Das, wie man das schafft, ey. Also, wir müssen jetzt den Puderzucker ein bisschen so rühren erstmal. Ein bisschen so rühren erstmal. Kleiner Tipp für euch Hausfrau da draußen, also ich werde das Bild auf jeden Fall so machen. Das kam jetzt sehr ernst und versucht für eure Männer, falls ihr nicht die beste Köchin oder Bäckerin seid, Hauptsache ihr seht gut aus. Ja, ganz ehrlich, der nimmt euch das nicht böse, wenn ihr ein bisschen Make-up. Hauptsache ihr seht damit gut aus. Alles andere ist eine Sache, wird er euch schon entschuldigen. Naja. Aber ich glaube, genau deshalb bin ich Single. So, jetzt werden wir das Ganze nochmal rühren. Das ist wirklich eine Leistung, die du hier vollbracht hast, Soraya. Dankeschön, Flavin. Oh, es ist sogar richtig geschlagen. Danke. So, jetzt kommen die kalifornischen Mandeln für den Nusskuchen. Mandeln, Nüsse, however. Es sieht schon wieder gefährlich aus mit der Packung. Kriegst du das hin? Ja. Warte mal hier. Ich lache mich jetzt, wenn das jetzt alles hier... Wir werden euch natürlich das Rezept noch unten in der Infobox verlinken, ne, weil ich weiß ja, es ist ein bisschen kompliziert. Hast du eine Schere? Tja, ich habe nur darauf gewartet. Aber ich dachte mir, okay, komm, lass sie mal machen. Jetzt werden wir erstmal einen Teil von unseren 200 Gramm Mandel in dem Fall geben. Und jetzt werden wir das normal erstmal, ne? Mal den Rest der Mandeln drauf. Ich habe das Gefühl, das wird irgendwie so ein trockener Kuchen. So saftig wird der gar nicht. Oder? Doch. Okay, ja. Finde ich. Ja, doch. Ich wollte nur gucken, was du sagst, ob du hinter mir stehst. Leute, ich will aber vorher noch was sagen. Ja? Ich kann kochen. Ich habe es nur noch nicht ausprobiert. Mhm, ja, ist klar. Sieht man ja. Weil vier Frauen sind generell sehr gute Köchinnen. Ich hatte nur nicht die Gelegenheit und die Zeit dazu gehabt. Aber ich weiß, wie es geht. So mandelig. Sie ist ja auch ein Nusskuchen, du Schlauberger. Ja, aber mach das mal rein. Puderzucker? Nee, Puderzucker haben wir doch schon genug rein. Aber wir müssen ja erstmal die Form fetten. Bevor wir... Oh. Hilfe, Mann. Unseren Kuchenform eingefettet. Und jetzt werden wir unsere Teigmasse hineingeben. Oh. Was bekommst du? Ach, mein. Doch, ich krieg das schon raus.
bisschen klein aus, ne? Dann wird's halt ein Mini-Nusskuchen. Der einfachste Mini-Nusskuchen. Aber ist doch voll süß, Mini-Nusskuchen. Extra gemacht für Pygmäen. Wieder auf das Thema Pygmäe zu kommen, ne? Das hab ich nicht in die Welt gesetzt. Ich glaube, ich hab nicht so... Ich weiß nicht, das sieht so klein. Aber vielleicht geht er ja noch ein bisschen auf. Ja, eben. So, jetzt werde ich meine Kuchenform nehmen und es bei 160 Grad Umluft für 45 Minuten in den Backofen legen. Okay? Aber ich gebe euch einen Tipp. 10 Minuten den Ofen bitte vorheizen. So, meine Süßen. Mein Nusskuchen ist soweit auch schon fertig. Ich habe es noch ein bisschen mit Puderzucker bestreut. Und jetzt machen wir den Test. Also ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich habe es noch nicht probiert. Ich sollte bedenken, ein bisschen Rücksicht nehmen, dass ich das erste Mal gebacken habe. Und okay, jetzt gucken wir auch, ob das schmeckt. Das schmeckt aber gar nicht so schlecht, das schmeckt unheimlich. Bist du jetzt selber von dir begeistert, dass du das hinbekommen hast? Ich bin irgendwie stolz. Süß. Ja, das schmeckt aber echt gut. Gib mal ein Stück. Probier mal. Das ist schön saftig, wenn man so... Es ist sehr nusshaltig. Ja, es ist halt sehr nussig, aber ist ja auch ein Nusskuchen. Ja, aber... Aber es ist gut geworden. Doch. Fast wie vom Bäcker, ne? Fast aber. Fast aber nur. Ja, geht durch. Doch, ist lecker. Ja, meine Süßen. Das war es auch schon von dem Video. Das war es auch schon von dem Video von mir und Sammy in unserem Backvideo. Ich habe euch noch das Backvideo von ihren Monster Muffins unten in der Infobox verlinkt. Schaut auch mal bei Sammy vorbei und abonniert auch ihren Kanal. Und was soll ich noch sagen? Falls ihr diesen Kuchen nachmachen solltet, dann verlinkt mich auf Instagram drauf. Und ich bin gespannt, wie es bei euch wird und auf euer Feedback. Ja, dann würde ich mal sagen, das war es auch schon von mir und Sammy. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Tschüss. Tschüss.